Ja, und dann hier ein Brief von Annika und Adam. Und da haben sie auch das dazu geschickt. Und hier Visitenkarte. Und lieber Gerhard, seit einiger Zeit besuche ich nun regelmäßig deinen YouTube-Kanal und freue mich tierisch, wenn ein neues Video von dir erscheint. Ach so, von dir in meiner Abo-Box erscheint. Dein Kanal ist wirklich faszinierend. Während der Arbeit lasse ich ab und zu deine Musik laufen und muss wirklich sagen, dass mich das enorm motiviert. So manches Mal, wenn ich an mir selbst zweifle, schaue ich mir deine Videos an und fühle mich gleich besser. Sowohl deine Talks als auch deine Musikvideos finde ich klasse und dabei höre ich so gut wie nie Schlager. Besonders gefallen hat mir dein Podcast-ähnliches Format Geburtstagsgrüße mit Gitarrenklängen und ich frage mich, ob ein eigener Podcast nicht etwas für dich wäre. Ich würde auf jeden Fall einschalten. Auch mein Freund Adam habe ich von dir überzeugen können und er ist mit auf den Hype-Train aufgesprungen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, zwei Autogrammkarten von dir zu bekommen, noch ein kleines Schmankerl meinerseits. Als Aufmerksamkeit habe ich dir ein kleines Fanart gezeichnet. Ich hoffe, du freust dich darüber. Beste Grüße aus der Pfalz, Annika und Adam. Ja gut, das ist so eine Art Comic. Ja, damit macht ihr mich ja irgendwie auch zum Kult und so. Ah, das muss ich mal ausprobieren, ob man bei YouTube auch einfach Audiodateien hochladen kann und vielleicht irgendein Standhintergrundbild ja mal sehen. Wenn man da bloß Ton aufnimmt, dann ist man ja irgendwie viel flexibler und muss nicht auch immer nur auf die Kamera achten und hat da alles für sich selber. Und klar, vielleicht könnte man das auch mal miteinander aufnehmen, aber dann braucht man diese Klappe hier und muss man dann gucken, dass der separate Toner immer parallel verläuft zu der Aufnahme. Und ja. Jetzt nehme ich das halt mal so auf und ja. Ist es so. Es passt mir nicht ganz. Die Unterschrift ist viel zu weit rechts. Jetzt mache ich das halt nochmal.
Naja, dann kriegst du halt 2 Autogrammkarten auf deinen Namen. Toller, da passen ja nur 3 Autogrammkarten rein. Damit die 20 Gramm nicht überschritten werden. Und hier für Adern. Vielleicht Debbie da noch was an Porto mit drauf, dann passen da 4 Autogrammkarten mit rein. Das könnt ihr gucken, welche euch besser gefällt. Jetzt schicke ich mal alle 4 oder mal biegen.